Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal sind wir mit Tiny Tempel stehen geblieben, wo sie ja gefangen gehalten wurde. Und heute haben wir jetzt mit hier eine Aufgabe zu erledigen und dazu brauchten wir jetzt eben halt den Move von Cranky, der anscheinend insgeheim irgendwelche Geschäfte durchführt. Ja, das können wir uns da jetzt so kleine Tiny Pflanzen lassen, die brauchen, um an die Banane ranzukommen. Da drüben. Oh, da habe ich jetzt schon Probleme. Und die Bananen hier, die markieren sogar noch die Stelle, an der wir mit hier reinkommen. Aber die Steuerung ist alles andere als. Ja, die können wir mit dann gleich. Damit dürfen jetzt hier eine gesamte Horde an Kremlins besiegen. Und was hier nämlich. Zumindest wir sind zwar immer noch klein, aber es braucht keine Kristallkokosnüsse mehr. Wäre jetzt auch unsinnig, wenn man die hier noch benötigt hätte. Jedenfalls, ich brauche nur 4 von diesen Klappers oder wie die auch immer heißen zu besiegen und dann habt ihr die Banane schon easy peasy hinterhergeschmissen. Also, und da drin ist natürlich nichts weiteres. Einfach ein. Weil ich will sagen, die Banane, die ist fast schon geschenkt. Dafür haben wir ja auch alle erwischt. Trotzdem noch bei ihrem Gefängnis nachschauen, ob sich da noch irgendwas versteckt. Weil einige Bananen, die sind halt wieder asozial. Also ich meine jetzt nicht die goldenen Bananen, davon gibt es ja auch asozial, aber... Ich meine jetzt da von Luftballons wie diese zwei dort drüben, ne? Die sich einfach hier verstecken, weil der Spieler geht nicht mehr davon aus, dass hier noch was ist. Und du verpiss dich. Weil. Und sowas kommst du einfach nicht sofort. Naja. Aber ich habe das Spiel schon x-mal durchgespielt, da weiß ich schon nicht, was wo ist. Und sowas, also sowas hat denn hier Cranky. Ich meine. Zum 5. kommt Junkie auch noch was. Und so nämlich bei der Platte. Aber dazu später mehr, wir haben ihn ja noch nicht. So, dann hätte hier im Tempel eigentlich nur noch Lenky und Junkie noch was zu erledigen und sonst mit einer sind wir fertig. Eigentlich in diesem Gebiet hätten wir jetzt auch nichts mehr zu erledigen, aber was ich noch brauchen könnte, wäre ein bisschen Muni. Weil man hat ja am Anfang ja nur 50 Schuss und das hält nicht lange. Und anscheinend kann man von den orangen Granaten wirklich nur maximal 20 tragen und nicht so, dass jede Fee eine mehr tragen können. Gut, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Jetzt muss ich gerade überlegen, jetzt hat ja jeder eine Banane, wo gibt es noch welche? Also ja, im zweiten Bereich ist ja klar. Sonst. Ja, das ist für Junkie, glaube ich. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ja, wir könnten jetzt mal in den zweiten Tempel gehen. Jetzt ist die Frage: Kommt die eigentlich Tiny auch rein? Ich glaube, ja. Da oben. Okay, kein Luftballon in der. Nee. Ist halt. Ein bisschen tricky mit der Steuerung. Wo das mit den Schalter jetzt so getroffen habe, das ist.
weird. Er sollte vielleicht die Kanone einpacken, dass sie nicht schon wieder in die Ego-Perspektive wechselt. Und wir haben hier noch einen. Ist da jemand? Komm und hilf mir! Ja, ja. Meine Freunde lassen sich so einfangen und dann wollen sie Hilfe. Ach ja, und das so eine besondere Klapprad wird, die kann man eigentlich nur mit Granaten besiegen oder halt mit dem Instrument zur Not. Und hier hat sie auch noch so die 1 und 2 Blatt, aber das hat dann mit dem gesamten Level nichts zu tun, das ist nur innerhalb des Tempels. Wollen wir mal schauen, wie können wir Lenki befreien? Ach, und da nicht reinspringen, weil das ist Lava. Einfach Lava. Frag nicht. Okay, das ist für die. Okay. Da fängt es jetzt schon an. Ich glaube, das drüben müsste dann für Junkies sein. Bin nur sicher gehen. Und wow, über Bande. Ja, das ist für Lenki sogar. Ich glaube, Junkie, die hat ja gar nichts zu tun. Ja, eigentlich nur Donkey Kong. Ich glaube, der ist sogar notwendig, um ihn zu befreien. Und die hat Tiny ihre Aufgabe. Sorry. Und die haben mir noch eine Fähigkeit, das mit der Steuerung auch vor recht hin. Und die ist flink, die Bananenfee da. Die Frau. Muss ein bisschen mal auf Abstand gehen, vielleicht geht's dann einfacher. So, wo bist du? Ne? Die zu erwischen, das könnte halt wieder schwer werden. Die sich so gut wie gar nicht stillhält. Gut, da habe ich es jetzt wieder verbockt. Ja. Und dann reagiere ich wieder zu spät. Man kann sich nicht wundern, warum sie nicht Bild bleiben will. Und dass ich jetzt da die nicht erwischt habe, das ist wieder mal weird. Okay, das war jetzt nur Scheiße. Kriege ich es jetzt wirklich nicht auf die Reihe, die Bananenfee zu fotografieren? Ist das jetzt echt wahr? Also ich meine, mein Reaktionsvermögen ist wie das an einem Fünfjährigen, oder wie? Endlich! Hat ein bisschen lange gedauert, aber es hat schlussendlich doch noch geklappt. Und wir kriegen, glaube ich, von dem Film und von den Kristallkokosnüssen immer eins mehr dazu. Aber da wollen wir jetzt mal die Aufgabe mit Tiny erledigen. Und sie wird sogar auch die nötige Kong sein für Lenkis Blaupause, denn jetzt kann ich euch mal den Sinn der Zweierplatte vorstellen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Denn Lenkis Chakra oder weißt du, fall mal um. Denn jetzt haben wir es hier. Ich glaube, der heißt Chakra, wenn ich mich nicht täusche. Nein, es ist nicht Chakra. Ein Kasplat, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Hey, wie konnte ich den Namen vergessen? Ich würde mir die volle reizvolle Aufgabe, die Schalter zu drücken, um dann eine Plattform zu erstellen.
Und man sollte vielleicht nicht gerade unbedingt in die Lava fallen, weil das könnte... Meines Wissens nach, da ist man dann schon One-Hit-Down. Und zwei Schatten reichen und dann kann man auch an die goldene Banane ran. Wenn ich es jetzt nicht verhunze mit dem Sprung, dann ist es ja auch alles in Ordnung. Hätten wir jetzt noch eine der späteren Fähigkeiten, wäre es sogar noch einfacher, weil... Die kriegt man später noch eine nützliche Fähigkeit, mit der wir noch präziser dir steuern können. Also sprich, sie kann dann mal einmal fliegen. Also sagen wir mal eher gleiten. Ja, jetzt wäre es sogar nicht schlimm, wenn ich in die Lava falle, aber... Wenn man es verhindern kann, ist es ja gut. So, mit Lenker können wir dann hier den Kastplatten erledigen, um sonst an seine Blaupause ranzukommen. Und dafür ist eben die zweite Platte da. Er kann sich nicht einfach durch das Loch zwängen, der braucht eben die zweite Platte. Und wenn man jetzt hier die Kongs wechseln möchte, das kann man ja da oben. Dann wechseln wir jetzt mal zu Donkey. Und schauen mal, was wir Lenky mal befreien können. Und dann können wir mal schauen, ob das überhaupt geklappt hat mit den Münzen. Ob die auch schon dazu zählen. Ich will es mal hoffen, sonst hätten wir dann ein Problem. Ich muss auch hier nochmal 3 Kongs rein, aber sie haben noch nur die 3, die Zutritt haben, haben ja auch eine Aufgabe hier. Ja, man kann trotzdem noch mit den anderen 2 mehr laufen. Über Bande! Ach ja, die Höhle. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da ist das auch eine Aufgabe für Donkey Kong, aber... ist jetzt dann gleich selbst, wenn wir diese mal angehen. Wahrscheinlich sogar noch in diesem Part. Und... eigentlich wollte ich eine Granate schmeißen, aber auch egal. Dann fällt er halt durch die Kraft der Musik. Ich glaube, das müsste jetzt... ehrlich, habe ich jetzt solche Probleme? Alter, kenne ich die Steuerung nicht mehr. Ah, nach oben. Z oben. Ach ja, und... die Spucke des Lammes verwandelt einfach Lava in Wasser. Ist klar, Spiel. Darum eben, hinterfragt nicht die Spiellogik, denn die stimmt hinten und vorne nicht. Und habe ich dann nach vorne noch einen Tiny Ballon gesehen? Hätte schön können, ich hätte noch einen Tiny Ballon gesehen. Das ist die von... ja, das könnte gar nicht sein. Doch, hier ist wirklich ein Tiny Ballon. Den ich ja natürlich klassischerweise übersehen habe. Also den hätte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe meinen Orientierungssinn. Wobei der Orientierungssinn nicht mal damit was zu tun hat. Und die nächste Bananenmedaille haben wir auch schon wieder. Das müsste jetzt insgesamt die 3. sein. Also gehen wir kurz noch zu Tiny wegen dem einen Ballon. Und eins kann ich so sagen, Lenker muss dann auch wieder zu seinem Gefängnis zurück, weil dort erscheinen dann auch 2 weitere Ballone für ihn. So, wo haben wir denn? Ist der so ver... bist du mit... hä?
der ist ein bisschen. Der ist ein bisschen buggy. Der Ballon hier. Na, wir haben ihn jetzt auch. Dann ist das ja auch erledigt. Und du schläfst. Und noch eins zu lenken. Das ist ein Vollhonk. Sagen wir mal so, von den allen Kongs hier ist er der einer der dümmsten. Aber wir brauchen ihn halt auch, damit wir auch im Spiel weiterkommen, dass wir mal Kay Rool besiegen können. Der hat ja unsere Bananenvorräte ja regelrecht geklaut. Und habe ich die Bananen dort überhaupt oben gesammelt? Ich glaube ja. Alles, was da vor einer Minute passiert ist, das vergesse ich wieder. Langsam wird es auch nicht mehr witzig. So. Und da haben wir auch schon ein Gefängnis. Und man braucht zwingendermaßen die Krähe, um es zu öffnen. So, dann bist du jetzt frei und tu deinen Dienst. Cool, Dicker. Jetzt brauche ich frische Luft. Ich kann dir helfen, indem ich blaue Bananen sammle. Du findest mich im Tausch fürs, wenn du mich brauchst. Und er hat da wirklich noch eine Banane für uns. So, wir haben ja auch schon den vierten im Bunde, Lenky. Und hier sieht man es noch, zwei Lenky-Ballone. Die erscheinen hier einfach. Ich weiß nicht, ob die Entwickler das bewusst gemacht haben. Jetzt muss ich mal kurz schauen, weil jetzt müssen wir da mit dem Mann ein bisschen einkaufen. Das heißt, sprich, eine Waffe, ein Instrument und von Cranky müssen wir uns wieder die Beleidigungen erdulden, nur damit wir an seine Tränke rankommen können. Aber wir haben ja seit dem letzten Part haben wir jetzt noch einen Videobeweis. Das heißt, wir können ihn, falls er uns mal zu sehr nerven sollte, können wir ihn damit unter Druck setzen. Dann wird er wahrscheinlich ein bisschen chillen, weil ich glaube, wo kam das, dass irgendjemand erfahren möchte? Welche krumme Geschäfte er treibt, ne? Naja. Wie auch immer, dann sammeln wir mal kurz die Bananen ein und dann. Moment. Okay, die Münzen zählen doch. Gut, der hat jetzt auch schon 20 Münzen. Das soll es nur durch den. 4 Fleckchen Erde. Ach, und bevor ich es vergesse, holen wir noch mal kurz noch die Blaupause von ihm. Dafür müssen wir nur den Kasplatt plätten. Und tschüss. Bist du jetzt? Der hat aber wieder viel aus. Naja. Aber mit der Zeit muss der halt auch mal verabschieden, ne? So, was machen wir mal zuerst? Ich glaube, wir haben jetzt die Waffe für ihn. Ja, ich glaube, das mache ich. Schon ist da oben auf der Palme noch eine Banane. Ja. Könnte es sein, dass wir jetzt dann uns wieder zurück durch das Level glitschen. Also mache ich mal kurz einen Sicherheitssafe. Lass mich schon mal Zeit einsparen, falls der Bug doch auftritt. Weil das kann dann uns wieder den Spielfortschritt schön vermiesen. Und ich glaube, auf jeder Palme gibt es Bananen für ihn. Und okay, da drüben
jetzt eigentlich nicht. Jetzt muss ich schon mal sagen, das Fass verdecken. Ich glaube nebenan. Ja, wir gehen mal kurz zu Junkie und holen uns die Knarre ab. Yo Mann, was geht? Ey, gibst du mir 3 Münzen, dann kann ich dir eine super gute Knarre besorgen. Und die sind wirklich steuerfrei. Sagen wir mal so, der Zoll merkt schon nichts, weil... Solche Waffen gehen nicht als Waffen, nein, das sind einfach nur solche Spielzeuge, ne? Und du weißt ja, wie das geht. Und übrigens steht sie auch. Ach ja, und sagen wir mal so, geh nicht überall damit hin, weil so einer wie du, der macht ein bisschen mehr kaputt als gut. Okay. Moment, ist da oben auf der Palme. Hallo, du kannst ja auch noch 5 goldene Bananen finden. Ich hab's vorhin vergessen zu sagen, weil. Entschuldigung. Mach nichts, Boxy. Weil mittlerweile weiß es ja jeder. So, dann noch kurz mit der eine Banane für ihn. Da müsste jetzt sein Fass. Also hier. Ach ja, und hier sind noch tiny Münzen und tiny. Bananen, dann gehen wir schnell kurz in das Portal rein. Na, da drin können wir unsere Kongs auch wechseln. Ich will jetzt explizit nicht sagen, wie viele Bananen wir für das Level brauchen, das sieht man dann ja gleich. Oder eigentlich kann ich ja sagen, also für dieses Level, um zum Boss zu kommen, brauchen wir 120. Also theoretisch, diese Welt könnte man noch 2 Kongs abschließen, aber die dritte würde dann nicht mehr gehen. Und die 5. Platte hat nur einen einzigen Zweck hier. Einen sehr lamen Zweck. Aber jetzt holen wir zuerst mal die Banane für. Meine Banane, Entschuldigung. Für Donkey. Denn er ist der einzige, der mit dem. Seinem Unbesiegbarkeitsfass hier reinkommt und ihr seht ihr schon, wegen diesem Ballon. Wegen diesem Ballon für Diddy müssen wir hier nochmal herkommen, aber zuerst müssen wir die Aufgabe hier schaffen, sonst geht das ja nicht. Wankende Wachen, schleiche durch das Labyrinth und komme zur Ziellinie. Das ist jetzt sozusagen fast eine Stealth-Mission. Muss ich schauen, ist das der richtige Weg? Nein, Deka, mach jetzt nicht! Deka macht wieder den Scheiß. Welcome to Bonus Stage. Weil normalerweise fällt man hier nicht, aber... wenn die Steuerung wieder nicht so will, wie es soll... Okay, das hat... ja, ich kenne halt die Abfolge von denen nicht mehr. Also viele sind hier vorprogrammiert. Ich habe das Spiel schon seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt. Halt das Grundwissen, das ist immer noch da. Wäre auch fehl, wenn das nicht mehr da wäre. Gut, da kommen wir noch durch. Hier warten wir, bis es sich gedreht hat. Dann kommen wir hier durch. Und... simpel. Und ich lasse mich von dem noch erwischen. Naja. Man muss auch Fails beweisen können, um Skill zu haben. Und das ist die dritte Banane für ihn. Und seine Blaupause haben wir die überhaupt schon? Und jetzt erscheint hier die 5. Platte. Und die ist ja nur dazu, da, damit Diddy an den Ballon ran kann. So. Überlegen, wo hat er die nächste Banane? Ach, und hier ist auch Snide. Dann kann man ja an jedem Level kann man die Blausen abgeben, aber das machen wir dann immer erst gegen Ende, wenn wir dann auch wirklich alle 9 von jedem Kongs haben. Heißt, sprich 45. 8 Welten, eine Oberwelt.
Es ist 5 Blaupausen mal 9, 45. Okay, wieso spielst du jetzt Musik? Nicht, dass es mich stören würde. Trotzdem. Eine Musikeinlage wäre jetzt auch nicht gebracht gewesen. Und wegen diesem einen Ballon muss man hier die 5er-Platte benutzen. Wegen einem einzigen Ballon. Wer? Habt ihr euch da wieder mal einen Scherz erlaubt? Naja. Wie dem auch sei, jetzt muss ich mal überlegen, was Donkey Kong macht die letzte Aufgabe. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Aber holen wir mal zu kurz Lenk und holen mit ihm noch das Musikinstrument und ein paar Tränke. Irgend noch eine Platte. Ah, hier oben ist ja auch noch eine Bananenstaude. Da drüben glaube ich nicht mehr. Und wieso immer Hoppla sagt? Ah, da drüben ist noch eine. Am besten wir sammeln die jetzt ein, als dass wir sie vergessen würden. Und ich glaube am Anfang vom Level auch noch ein paar zum Einsammeln. Ach ja, und hier sind noch Didi und Tiny Bananen. Und der Eingang zu einem... Ja, ich will jetzt nicht sagen asozialen Aufgabe, weil es gibt noch asozialere Aufgaben als das hier, was hier mal ist. Ich sag nur Nintendo-Münze. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Okay, hat es gar keine Platte oder wie? Nö. Okay, dann nehmen wir halt mal den Schaden in Kauf. Wenn sie jetzt mal durch diesen heißen Sand nicht gerade One-Hit. Ich glaube, dann holen wir mal zuerst das... den Trank. Ja, wir müssen dann auch hier wegen den paar Bananen. Ich hoffe mal, Tranky übertreibt nicht gerade. Die Knarre haben wir ja schon. Oh mein Gott, nein! Okay, gut. Weißt du, für 3 Münzen kriegst du einen neuen Trank und ohne den kommst du nicht weiter. Ich sag dir wieso. Weil meine Tränke immer die besten sind und ich hab sie von nirgends geklaut. Die sind selbst entwickelt. Orang-Ustand Palmus Pedulus. Und frag mich ja nicht, warum es diesen Trank nötig ist, damit du diesen Move kannst. Ja, was kannst du damit auf Händen laufen und bekommst du natürlich die Stellenhänge hoch. Halt einfach Z, dann drücke B und Z gedrückt dran, damit du natürlich weiter flitzen kannst in diesem Zustand. Und mehr gibt es nicht, jetzt verpiss dich. Crank, ich will nur sagen, ich würde ein bisschen auf deine Wortwahl achten. Was? Was hast du gesagt? Okay, ich glaube, wir gehen. Okay, also der Weg ist für ihn auch wieder lang und beschwerlich. Aber die Bananen hätte ich jetzt gerne noch eingesammelt, und zwar ohne, dass ich down gehe. Bitte schön. So, wir sind jetzt auch schon bald bei den 30 Minuten, aber ich hole jetzt noch schnell das Instrument. Dann würde ich dann, nachdem ich das Instrument geholt habe, dann Part auch an der Stelle beenden. Also Crank ist immer noch wie eh und je auf Beleidigungen aus. Aber er wird schon sehen, was er davon hat. Sobald wir keine Hilfe mehr von ihm benötigen, dann... dann wird es ein blaues Bond erleben.
Oh, ach du. Ach ja, für 3 Münzen kriegst du natürlich ein heißes Instrument. Und man kann damit wirklich Gegner foltern, das habe ich heute bewiesen. Die Primatenposaune. Wie du sie einsetzen kannst, das weißt du ja schon, ne? Sonst könntest du deine Freunde verraten und mehr kann ich jetzt wirklich nicht tun. Wir sehen uns dann später wieder, wenn ich was brauche. Und mit den Worten von CandyCom beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.